Die Inflation ist viel zu hoch, der Ölpreis ist viel zu hoch, also was tun? Man beginnt den Kampf und den Krieg um das Öl, um den Ölpreis nach unten zu kriegen, damit die Inflation nach unten zu kriegen und gleichzeitig einen Schuss im Wirtschaftskrieg gegen Putin zu machen. Das ist offenbar das Kalkül der Amerikaner jetzt, denn, und das ist die Meldung des Tages, respektive die Meldung der Nacht, wenn man so will, die Amerikaner wollen, so hat es Joe Biden angekündigt, massive strategische Reserven, Ölreserven freigeben, 180 Millionen Barrel im Laufe einiger Monate, und das ist schon mal eine echte Hausnummer. Heute wird Joe Biden hierzu eine Rede halten, und das ist vorwiegend auch, so hat man hier auch direkt gesagt, so Jennifer Jacobs, die sagt, also um die Inflation zu bekämpfen, combat rising gasoline prices and supply shortages following Russia's invasion of Ukraine, also praktisch die Lieferengpässe bei Öl, die durch die Invasion der Ukraine durch Russland entstanden sind, und vor allem eben die steigenden Tankstellenpreise hier zu bekämpfen. Wir sehen, der Ölpreis hat heute Nacht reagiert, deutlich nach unten gegangen. Also der Ölmarkt nimmt das zumindest kurzfristig ernst. Wenn wir uns mal anschauen, die Amerikaner haben jetzt insgesamt noch 48,5 Tage an strategischen Reserven oder 48,5 Tage heimischer Ölproduktion, das hat man sozusagen noch in Reserve. Tendenz ist deutlich fallend, nicht ganz so krass fallend wie übrigens die Gasreserven der Amerikaner. Hier hat der Exportboom von Flüssiggas dazu geführt, dass praktisch die Lager immer weniger voll sind, also die Speicher immer weniger voll sind, weil eben immer mehr dieses Flüssiggas unter anderem nach Europa exportiert wird. Aber warum macht Joe Biden das? Was ist die Intention? Warum ist das jetzt offenkundig für ihn so wichtig, diese strategischen Ölreserven freizugeben? Das hat er ja vor ein paar Wochen schon mal gemacht, hat nicht allzu viel genutzt, war allerdings auch viel weniger dieser strategischen Ölreserven. Ölpreis damals kurz runter, dann aber wieder deutlich rauf, stand danach viel höher als vor dieser Freigabe dieser strategischen Reserven. Hier sehen wir mal den Benzinpreis in den USA pro Gallone. Das ist ein Chart, der sehr, sehr steil nach oben geht. Unten sehen wir den 30-Tages-Change, Percentage-Change, also wie sich das innerhalb der letzten 30 Tage verändert hat. Das ist der zweitgrößte prozentuelle Anstieg, den wir jetzt sehen seit der Finanzkrise. Und hier sehen wir mal, wie sich das Ganze seit Beginn der Invasion hier verändert hat. Da kommen wir von Preisen so von 3,55 pro Gallone im Durchschnitt, sind jetzt so zwischen 4,10 und 4,20 im Durchschnitt. Oder ja, so um diesen Dreh, wir sind jetzt nur noch wenige Cents vom Allzeithoch entfernt. Wie gesagt, für uns wären das hier in Deutschland lächerliche Preise. Das wäre sozusagen eine Volltankgarantie, wenn man solche Preise sehen würde. Aber für die Amerikaner ist das durchaus ein Thema, weil auch ihre Autos schlichtweg mehr Sprit schlucken. Dementsprechend ist das vor allem auch ein politisches Thema. Aber es ist so, dass natürlich Joe Biden politisch unter Druck ist. Wir haben im November die Zwischenwahlen. Und jetzt schauen wir uns mal an, 64% der Amerikaner, also fast zwei Drittel, leben von Paycheck zu Paycheck. Das heißt, wenn der nächste Gehaltscheck nicht käme, wären die sofort unter Wasser. Die haben also keine großen Ersparnisse. Und das genau ist das Problem, denn der Ölpreis ist sozusagen das Symbol, der Indikator für Inflation schlechthin, könnte man sagen, und die Tankstellenpreise. Und so ist das eben extrem bedeutend, wenn Joe Biden da noch irgendeine Chance haben will, bei diesen Zwischenwahlen den Amerikanern zu signalisieren, Mensch, ich kümmere mich um diese steigenden Preise. Und am symbolischsten ist eben das Tanken, das ist hier in Deutschland gar nicht viel anders. Nur dass wirklich der Schmerz hier schon viel größer ist als in den USA, zumindest der gefühlte Schmerz. Die Amerikaner sind da durchaus auch sehr sensibel, und sie sehen vor allem, dass die Inflation deutlich höher gestiegen ist, als ihre Löhne gestiegen sind. Sie haben also Kaufkraftverluste, die Löhne sind auch gestiegen, aber etwas weniger stark, wie wir unten in der Grafik hier sehen, als eben die Inflation. Ich hatte gestern gesagt oder gestern thematisiert diese Gasgeschichte in Rubel, Putin, und dabei gesagt, dass die Chinesen durchaus dann die Russen drücken würden im Preis. Und jetzt ist natürlich diese Aktion von Joe Biden auch im Nebeneffekt sozusagen eine Waffe im Wirtschaftskrieg gegen Putin.
Denn niedriger Ölpreis ist denn natürlich gleichbedeutend dann mit geringeren Einnahmen für die Russen. Jetzt ist es aber so, dass wir hier sehen, dass zum Beispiel Meldungen da sind. Jetzt China hat seit Beginn der Invasion in der Ukraine von Russland billigst Energie gekauft, nämlich Hydrocarbon-Energie. Also man hat da offenkundig schon gewisse Discounts bekommen seitens der Russen für die Chinesen. Und wir sehen, dass etwa Indien wohl von Russland einen 35-Dollar-Discount bekommen hat im Vergleich zu den Preisen vor der Invasion. Also Russland ist sozusagen gezwungen gewesen, hier wirklich sein Öl zum Discountpreis anzubieten. Da gab es gestern einige Kommentare auf YouTube, die sagten, ja, die Chinesen werden das doch nicht machen, die sind doch befreundet und so weiter. Die Chinesen und die Russen, die haben einen gemeinsamen Gegner, das ist die Dominanz der USA. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Sie haben ein historisch schwieriges Verhältnis, also man sollte das nicht überbewerten. Die Chinesen sind gnadenlos pragmatisch. Wenn die sehen, dass Putin oder sehen würden, dass Putin absäuft, dann lassen sie den auch eiskalt fallen. Da kennen die gar nichts, das zeigt die Vergangenheit und die Geschichte. Wir sehen das im Wirtschaftskrieg, übrigens jetzt Australien, alle russischen Waren mit einem 35% Zoll hier versieht. Und die USA bereiten offenkundig vor, auch das natürlich Teil des Wirtschaftskrieges, anderen Ländern zu empfehlen, russisches Öl weniger zu importieren, wie auch immer man das machen wird. Wir sprachen also von China, wir sprachen von Indien, wir sprachen von den Sanktionen sozusagen hier in diesem Wirtschaftskrieg, der sich auch auf den Bereich Öl bezieht. Jetzt haben wir auch, das sei noch erwähnt, neue Zahlen zu den Einkaufsmanager-Indizes aus China bekommen, im Gewerbe 49,5. Mithin also Kontraktion, alles unter 50 ist Schrumpfung. Non-Manufacturing, also Dienstleistung, bei 48,4, also noch schwächer. Also man schrumpft, China schrumpft. Und der hat jetzt eigene Probleme und diese Invasion Putins in der Ukraine ist jetzt im Ergebnis für China nicht gerade positiv, denn das hat ja insgesamt die Rohstoffpreise nach oben getrieben, das ist für China nicht gut, das hat den Konsum oder wird den Konsum dämpfen, weil die Inflation steigt, das ist für China auch nicht gut. Jedenfalls gab es gestern nochmal eine Klarstellung, ich hatte das im Video auch gesagt, dass Scholz mit Putin telefoniert hat, man wolle da über Rubelzahlungen sprechen für Gas, das haben Agenturen gemeldet, man wolle da über Rubelzahlungen für Gas sprechen. Jetzt hat dann das Bundeskanzleramt in einer Pressemitteilung nochmal völlig klar gemacht, und damit es da offenkundig nicht zu Missverständnissen kommt, da hat man dann geschrieben, dass Scholz diesem Verfahren in dem Gespräch nicht zugestimmt hat, sondern lediglich um schriftliche Informationen gebeten hat. Denn es soll weiter Euro an die Gazprombank überwiesen werden, die kann das ja dann in Rubel umtauschen. Es bleibt dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt. Energielieferungen werden ausschließlich in Euro oder Dollar bezahlt, so wie die Verträge es vorsehen. Also man hat hier das nochmal versucht zu thematisieren. Lavrov sagt jetzt, ja, Russland und China, der Außenminister, wir bewegen uns in Richtung einer multipolaren, fairen Weltorder. Einem fairen Weltsystem, das ist natürlich alles richtig. Wie gesagt, beide versuchen die Dominanz der USA zu brechen, gar keine Frage. Aber es ist eben so, dass die Chinesen erstmal an sich selber denken, da kommt China, da kommt die eigene Familie, dann kommt das chinesische Kollektiv und dann kommt lange, 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 lange gar nichts. Das ist sozusagen das, was in der chinesischen Mentalität durchaus drin ist. Man sagt ja, das Reich der Mitte oder eine Selbstbezeichnung der Chinesen, Reich der Mitte, eigentlich heißt es Nabel der Welt. Man sieht sich als den absoluten Mittelpunkt der Welt und alles, was drumherum ist, ist irgendwie Peripherie, sind irgendwie Barbaren, auch die Russen. Das darf man nicht vergessen. So, aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Inflationsthema. Wir haben also gesehen, das soll sich gegen steigende Spritpreise hier wenden und damit gegen die steigende Inflation wenden. Jetzt haben wir heute die sehr wichtigen Personal Consumption Expenditure Daten aus den USA. Also die PCE Verbraucherpreise seit dem Jahr 2000, die von der Fed am meisten beachtete Inflationskennzahl. Die Märkte gucken mehr auf die CPI Daten, also auf den Consumer Price Index, der kommt nächste Woche oder am 12. glaube ich. 12. April, ist das übernächste Woche? Ja, müsste übernächste Woche. Jedenfalls heute kommen die PCE-Daten für die Fed, das wichtigste Inflationskriterium.
Der Unterschied zwischen CPI und PCE ist vielleicht so erklärt, wenn zum Beispiel Rindfleisch sehr, sehr teuer wird, was machen die Leute dann? Dann kaufen sie mehr Hühnerfleisch und weniger Rindfleisch. Das versucht dieser PCE stärker zu berücksichtigen. Dann wird dann Hühnerfleisch nach oben geratet in der Bewertung, weil eben die Leute mehr Hühnerfleisch kaufen, weil Hühnerfleisch nicht so stark im Preis gestiegen ist wie Rindfleisch. Also einfach nur mal, um ein Beispiel zu bringen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Preise so ein bisschen runterzurechnen. Das ist eingeführt worden in den 1970er Jahren, als die Inflation nach oben schoss. Dann hat man hier diese PCE-Daten entworfen, damit man so ein bisschen die Schraube nach unten drehen kann. Heute die Erwartung plus 0,4%, letztes Mal 0,5%. Es gibt aber Flüsterschätzungen, dass wir mindestens plus 0,5% zum Vormonat sehen. Und das ist schon ein gewaltiger Sprung zum Vorjahr. Plus 5,5%, letzten Monat plus 5,2%. Jetzt eine Prognose von mir, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen eins, wenn diese Daten deutlich auf der Oberseite überraschen heute, also die Inflation höher ausfallen sollte, dann wird die Fed schon vor dem Mai einen ersten 0,5er Zinsschritt machen. Das ist eine Prognose. Mal gucken, ob sie eintrifft, erstens. Zweitens, ob die Daten heute überhaupt höher sind. Das werden wir sehen, der Spritpreis jedenfalls. Der Ölpreis, der spricht ein bisschen dafür. Aber schauen wir uns nochmal an, was kürzlich Bill Dudley, ehemaliger New York Fed-Chef, gesagt hat. Die Fed wird unweigerlicherweise mit ihrer Zinspolitik jetzt, mit ihrer Straffung der Geldpolitik, die Wirtschaft in eine Rezession fallen. Und er sagt, die Märkte unterschätzen, was die Fed jetzt hier tun wird. Die glauben, naja, die werden vielleicht bis 2,5% anheben. Und dann wieder entspannt senken. Das wird nicht passieren, sagt er, solange die Inflation so ist, wie sie ist. Ähnlich heute Aussagen von Mester, die sagt, okay, wir müssen jetzt möglichst schnell zu einer neutralen Funds Rate kommen. Aber ich werde Ihnen mal, glaube ich, als Link dieses Interview mit Bill Dudley hier auch verlinken unter dem Video, weil es zeigt, wie die Fed tickt. Das ist ein absoluter Insider, der zwar nicht mehr aktiv ist, aber der kennt nach wie vor natürlich die Leute. Und die Fed wird denken, wir kriegen das schon hin. Irgendwann wird man dann wieder zurückrudern, wenn man sieht, bums, jetzt ist die Wirtschaft wirklich dick in einer Rezession. Dann wird die Fed umsteuern. Aber wir sind eben erst vor dem Prozess, wo die Fed die US-Wirtschaft in eine Rezession reinsteuert. Hier sehen wir mal eben diese These, die ich nochmal versuche anzusprechen. Diese 5,2% PCE, die wir hier gesehen haben, das war der höchste Wert seit 1983. Wir sehen unten, dass wir zwar 9 Zinsanhebungen für 2022 eingepreist haben, aber auch 3 Zinssenkungen in den Jahren 23, 24. Pardon. Und so schaut es also aus, wenn jetzt der Druck auf die Fed immer größer wird, weil die Inflationsdaten zu stark steigen, dann bin ich mal gespannt, was passiert. Druck auf die EZB ist auch da. Wir sehen in der öffentlichen Wahrnehmung, etwa hier Gabor Steingart mit dem Pioneer Briefing. Und da sehen wir, wie Frau Lagarde eine 7,3% Inflation mal eben aufbläht. So ja gestern die Inflationsrate in Deutschland. Man überlegt jetzt schon etwas größere Scheine einzuführen, hier mit sehr glücklichen Gesichtern, die natürlich auch politisch völlig korrekt drauf sind, nachhaltig und auf jeden Fall in jeder Hinsicht genau richtig. Dementsprechend sehen wir, dass die Inflationserwartungen neues Allzeithoch erreichen, gestern bei 2,73%. Also die Leute ahnen, dass Lagarde nichts tun wird, um diese Inflation zu bekämpfen, sondern weiter einfach nur dumm rumlabert und dumm rumlabern und dementsprechend auch handeln. Das kann auch ins Auge gehen. Das erlebt gerade die Bank of Japan, die japanische Notenbank, die ja praktisch eine Zinskurvenkontrolle macht. Die deckelt also die Renditen etwa für 10-jährige japanische Anleihen. Dadurch zeigt sie, dass sie praktisch Quantitative Easing weiter komplett betreiben will, während die Fed immer stärker jetzt in Richtung Straffung geht. Dadurch klafft hier eine Riesenlücke zwischen der Fed und der Bank of Japan mit der Folge, dass der Yen massiv unter Druck kommt. Hier sehen wir diesen radikalen Abverkauf und der Yen ist ja nicht irgendwie eine Nebenwährung, sondern zählt zu einer der wichtigsten Währungen. Jetzt kommen wir nochmal hier zu Thema Inflation und Energie. Andreas Steno Larsen sagt, ja, also wenn die Deutschen wollten, könnten die ihre Kohleproduktion wieder deutlich rauffahren. Hier sehen wir, dass die deutlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Aber das ist politisch natürlich nicht gewollt und wahrscheinlich auch nicht wünschbar. Eben Verpestung der Luft, gar keine Frage. Aber
Vielleicht sollte man doch mal überdenken, ob das mit der Atomkraftwerkstilllegung so wirklich die schlaueste Idee ist, denn immerhin wird da nicht wirklich viel CO2 freigesetzt. Damals hat Schmidt in den 1970er Jahren, der mit ähnlichen Situationen konfrontiert war, gesagt, die Lage ist so ernst, dass für mich durchaus Grenzen sichtbar sind. Wenn irgendjemand meint, man könne sich opportunistisch an vorhandene Strömungen anpassen, dann gibt es für mich einen Punkt, wo ich nicht mehr mitmache. Wir sollten jetzt vielleicht mal überlegen, dass die Lage auch ernst ist und diejenigen, die sozusagen Ideologien reiten, die können ja dann als Erste ihre Heizung abstellen, wenn man mal so will. Aber da bin ich doch bei der pragmatischen Politik von Helmut Schmidt, der einfach auch, naja, die Courage hatte, die Dinge mal auf den Punkt zu bringen, wie es ist. Kommen wir abschließend noch zu den Märkten. Gestern ja Verluste an den US-Märkten, nicht dramatisch. Most shorted stocks wieder ein bisschen runtergekommen, also dieser Short Squeeze ist nicht mehr weitergelaufen. Wir sehen, dass Apple nach 10 Handelstagen mit Gewinn gestern wieder leichte verloren hat. Aber jetzt kommt, meine Damen und Herren, der glorreiche April. In den letzten 16 Jahren gab es nur ein Jahr, nämlich 2012, als der April nicht positiv war. Selbst im Jahr 2008 war das positiv. Also Finanzkrise, aber danach wurde es dann nicht so schick. Durchschnittlich gewinnt der S&P 500 3,1% und ist in 93,8% der Fälle positiv. Also es kann nur nach oben gehen, oder? Oder ist das nur eine Bärenmarkt-Rallye, die immer wieder vorkommen? Hier sehen wir, dass solche Dinge immer wieder passieren beim S&P 500, gerade in Bärenmärkten. Und bisher zumindest ist ein Bärenmarkt von der ganzen Struktur her, was wir sehen, ziemlich starker Abverkauf, sehr starke Erholung, eher typisch für Bärenmärkte als für Bullenmärkte. Aber gut, Sie müssen das entscheiden. Jedenfalls zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Jetzt aktuell zu diesem Geschehen. Joe Biden, Ölpreisfreigabe, riesiger Mengen von Ölreserven. Was genau steckt dahinter? Dieser Artikel, und ich will nochmal verweisen auf diesen hervorragenden Artikel von Hannes Zipfel. Rohstoffe gegen Rubel, was das für die Weltleitwährung Dollar bedeuten würde. Diese beiden Artikel verlinkt, plus das Interview von Bill Dudley auf Bloomberg, auch sehr sehenswert. Also drei Geschichten. Ich sage Servus und Ciao.